Ich bin happy, wie das Jahr trotzdem verlaufen ist. Anfang des Jahres war ich sehr, sehr mental. Ich war sehr pessimistisch auch gestimmt. Aber ich bin happy, dass das Jahr halt also in Hinsicht auf Topline gut verlaufen ist, weil durch das NNO-Projekt, das ja sehr erfolgreich gemündet ist, habe ich sowohl für mich selbst die sehr wichtige Bestätigung, dass ich immer noch gut bin, weil ich habe ja ziemlich gut gespielt, Playoffs und Relegation. Hatte auch Spaß an den Games vor allem. Und wenn ich ansonsten nur Sudoku gespielt hätte, dann würde ich denken, ich wäre scheiße. Und ich würde denken, dass ich einfach keinen Spaß an League haben kann. Und es wäre kein gutes Mindset. Aber das NNO-Projekt, in dem wir gewonnen haben, insgesamt alles, was wir gewinnen konnten, haben wir... Alles, was wir gewinnen wollten, konnten, haben wir mitgenommen. Ja, bin ich eigentlich ziemlich happy mit. Das gibt ein bisschen Lebensenergie. Ach, Leute, es ist nicht unser... Es ist einfach nicht mehr legal. Like, egal, was passiert, ich muss blindpicken. Selbst wenn ich autofilled mit der Last Pick bin, bin ich blindpick. Why? Ja, wir brauchen unbedingt einen AD-Champ. Guck ich unsere fucking Draft an. Picken Garen, Mordekaiser, Top, Karma, Seraphine. Und spielen dann gegen Tristana mit Layla, ist fein. Garen Mitte ist unser Jam, nicht wahr? Twitch-Chat, ihr kennt mich. Oh. Oder? Nee, hat nichts mit Riot zu tun, hat nichts mit NNO zu tun, ging um mich privat. Freundin schwanger, ja, meine Freundin hat mir gerade ge-emailt, dass sie schwanger ist. Sehr geehrter Herr Stüber, ich habe festgestellt, dass meine Periode zu spät ist. Nach zweifachem Schwangerschaftstest bin ich mir jetzt sicher, dass ich schwanger bin. Sie werden Vater, herzlichen Glückwunsch. Mit freundlichen Grüßen, XOXO. Bruh, gave me a complete bra attack. What is this botlane? Like? Sie in Wellenblut. Damit killt Tristana. Oh, geil. Aber ich bin untiltable. Ich bin untiltable, guys. Ich habe gerade die beste E-Mail des Jahrhunderts bekommen. Like, I don't give a fuck. Tristana 2 Kills, meine Botlane invaded. God bless. Ah, Botlane. Ich hasse Botlane. Ich hasse Botlane so sehr. Jedes Game aufs Neue. 1-13 letzte Runde. Dieses Game mit 0-2 in einer Minute schon mal ein starker Start. Haben sie den Bloop auf der Gegner invaded und wurden einfach fett gedoublekillt. Ist das chillig. Kann man mal machen. Sie hat nicht mal ignited währenddessen. Allem Anschein nach. Ex-fucking-D. Wenn ich das Thunder wäre, würde ich hier recoilen. Warum würdest du stayen? Du hast das meiste Gold, das du im Game haben kannst. Ja, normalerweise hätte Garen Killbrush Level 6, aber jetzt ohne Flash. Vor allem auch gegen eine Tristana, die einfach jederzeit recoilen kann. Für Berserker Griefs vor allem. Wäre ihr bestes Item natürlich, sie will mich kiten. Sie hat einfach mehr Gold als ich, wenn ich... Oh mein Gott, ist noch da. Muss ich igniten für Face Rush. Wenn ich die BF nicht farm, habe ich nichts im Base. Sie hat alles im Base, was sie haben möchte. Okay, sie sind gebased. War dafür bereit, ein paar Cannon Wave zu droppen. Für die Menge XP die Tristana. So wird einen guten Base haben. Ja, wir haben absolut cringe Base. Also, ich habe gerade zwei Items gekauft, die mir beide nichts bringen für Iron Spike Whip. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich brauche Berserkers so dringend. Weil ich mein bester Play, sie auf mich raufjumpen zu lassen. Dann zu Auto-Attacken zu E'en. Und dann E zu canceln für Silence, Ignite Q. Sie darf mich nicht wegholen, sie darf mich nicht weghüpfen, nachdem sie ihre Bombe ausgelöst hat. Sonst kann ich sie nicht killen. Hat sie kein Ult mehr. Ich habe schön meine Wege getimed, dass ich nicht sterbe. Ja, aber schon mit Flash W-Ult. Ja, ich bin happy, wir machen hier einen fantastischen Job. Considering, dass Tristana Level 2 Double Kill bekommen hat, sind wir einfach dead even in CS gegangen und schön hier weiterhin. Bam, Junge! Nice. Ja, er hat davor aggressiv benutzt, dann stirbt sie, ne? Versucht mich zu killen mit Nami Damage. Und ich hab's auch played mit, indem ich W gedrückt hab halt. Alter, zu Kraken Slayer, ey. Ihre Power Spikes hören leider nicht auf, wenn du halt so früh einen Double Kill kriegst, dass du einfach ein gesundes Goldpolster, ne? Ein sehr gesundes Goldpolster, auf dem du dich ein bisschen ausruhen kannst für eine Weile, was soll ich sagen? Wir folgen ihr so halbwegs, damit sie nicht durchrotieren kann for free. Ich habe dir den ganzen Weg verfolgt bis dorthin, wenn die jetzt daran sterben, dann wäre ich sehr sauer. Wenn sie noch Traps benutzt, ist sie einfach raus. Noch ein Shutdown Botlane. Why? Er hat keine Ult, ich muss nicht aufpassen. Mein Top-Level hat einfach so oft von One gekillt, das ist ja so traurig. Viermal. Jetzt schon Majors gekauft, jetzt am Kench. Mann, Mann, Mann. Haben wir kurz die Jinx outskilled, würde ich sagen.
Ja, ich würde weitermachen, aber dem Hexter Gates, weil es ist zu risky. War eigentlich mein Ziel der Bottom. Okay, sieht, wenn sie reinflasht. Wenn ich da kein Flash hat, sie gegen mich benutzt. Ja, ich hab noch einen Namen Auto-Tanken, bevor ich ulte. Geh weg von ihr, geh weg von ihr! Oh mein Gott. Weil sie jetzt wurde vom Nami ihr gekillt, dass auch der Bombe explodiert ist. Wichtiges Ignites, wichtiger Silence. Und Jungs, raus. Was ist mit dem Deathram? Ich soll noch hinten die Seraphine gesniped. Werden wir rausgehen sollen. Werden wir rausgehen müssen. Gehen damit gleich wieder in den dritten Drake. Ist bitte kein Déjà-vu, was Hextech-Soul angeht. Ist der einfach tot jetzt? Oh, meine W rettet mich, bis mich Seraphine W rettet. Lol, ich bin so OP! Ich bin so OP! Okay, wir können gewinnen. Ich hätte Toplane einfach durch. Drake sollte free sein, wenn die Dienste nicht sterben wie Inter. Okay, die sterben wie Inter. Beide Camps bekommen, haben Kench überlebt und ihn gekillt. Bin so happy, dass ich die Items gekauft habe, die ich gekauft habe, weil nur deswegen hatte ich den Movement Speed und die Tankiness, um gerade den Damage zu überleben. Ja, das sieht sehr tot aus, ja. Wird auch noch stimmen, wenn er verloren. Any Garen Gamings in the chat, Twitch chat? Garen Gaming? Hugo ist da. Danke, wenn er finishen. Na, but er smitet auf 27 HP. Du bist so ein Loser, Mann. Och Gott, das Game. Jedes Game ist so, Twitch chat. Egal wie gut ich spiele, es ist so hart zu gewinnen. Ein Jungler kann nicht ein uncontested Smite gewinnen. Er muss nichts machen. Er kann nur 500 Leben smiten, wenn er möchte. Er smitet, er will auf 927 mit seinem Auto-Attack W, Auto-Attack Q bursten. Aber er muss das nicht machen. Man, ich hätte Level 16 Garen mit Nash sein können. Jetzt. Ja, wir gehen auf jeden Fall noch ein Armor-Item. Wahrscheinlich Randuins. Holy fuck, diese Games, Leute. I can't. Es ist so wild. Bitte schilde mich! Okay. Oh, ich kann nicht mehr. Es ist einfach jeden Tag das gleiche Game. Es ist so hart zu gewinnen. Aber schöne Ult-Kombo von Tristana. In denen sie mich in die Jinx-Traps reinboxt. 1000 Gold für sie jetzt. Wir haben immer 700 Gold auf sie zurückgetradet. Auch nicht komplett trash. Auch nicht komplett trash. Junge, 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 Junge. Er ist ein Hexter Gate. Vielleicht können wir rechtzeitig zu ihm kommen. Schalt auf den Pink Watt. Nice. Hat er nicht auch das Geld genommen? Der Vego, wir hätten ihr alle helfen können. God damn it, das ist Tristana Damage plus Nami. Ich sag's so, wie es ist, Leute. Der Hextech Drake lässt Garen sich schneller drehen. Und es ist Attack Speed. Der King sein TP ist nicht wert. Das ist ein Deathram. Nice. Der Assassin! Der Garant Assassin! Ey Leute, wenn ich für dieses Game nicht 30 Honors bekomme, weiß ich auch nicht. Also, gegen die 2-0 Tristana, die auf Level 1 Double Kill bekommt, Lane, Even gehen, kein Plate verlieren, in CS Even sein und dann einfach so P fürs gesamte Game. Ey, come on. Eigentlich der Shit. Krass drauf, der dauert braucht lange. Wo ist Mordekaiser? Ich hab keinen Schmeine. Ich wollte eigentlich normalerweise lege ich beides auf 3. Overextend, als Tristana gespawnt ist.
hab noch einen Ultra-Deck gebraucht, bis ich ihn ulten kann, Tankensch. Ja, ich bin einfach so squishy, Mann. Ich habe 300 Armor und ich bin so unglaublich squishy. Auf Jinx flashen eigentlich. Für die! God damn it! Die Games sind so hart, damit wir gewinnen. Es ist crazy, wie hart die Games sind, aber. Holy fuck! So sagen wir das komplette Early Game mit Game 1v9. Am Ende hatten wir Teammates, aber es war crazy, wie wir arbeiten mussten, um die Runde abzuholen. Holy fuck. Aber we did it. We did it, lads. Da haben wir ein Game League of Legends gewonnen. Brauchten unbedingt einen AD Midlaner. Ich musste blind picken. Gegner Tristana mich reingepickt, natürlich. Hätte ich Iria gepickt, aber Iria gegen Kha'Zix und gegen Counterpick sehe ich mich nicht so sehr. Junge, Junge, diese Games. Ist fucking wild. Ja, bin sehr happy mit der Performance.